So, ganz leicht, ein bisschen außer Atem. Ihr wisst ja, ich wohne im vierten Stock. Gerade alles runtergelaufen, Päckchen entgegennehmen und wieder rauf. Ja, ein neues Paket für mich ist angekommen und es sieht gar nicht so schwer aus, aber es hat ganz schön Gewicht. Ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme gleich mal die Kamera dazu und mach mal wieder ein Unboxing-Video hier auf YouTube. Sonst habe ich meine Unboxings in letzter Zeit immer in den Insta-Stories gemacht, aber ich erwarte hier ein paar ganz tolle Produkte, wo es vielleicht beim einen oder anderen Produkt ein bisschen mehr zu sagen gibt. Können wir mal auspacken zusammen. Queen! Müsi! Da packe ich jetzt gerade aus. Stativ ready, da kommt jetzt die Kamera her und wir sehen also, ich setze auf höchste Professionalität am Set. Queen hat von da hinten durch die Kamera aufs Set den vollen Durchblick. So, Queen, wie sieht es aus? Gut. Gut so. Können wir loslegen? So, wer von euch mag Porridge? Ich liebe Porridge. Und ich habe jetzt hier wieder das basische Porridge von Effective Nature bestellt. Ich habe das schon mal in einem Insta-Post gezeigt. Und zwar sind das nicht einfach Haferflocken, die man ja sonst bekannterweise für einen Porridge verwendet. Hier drin sind Bio-Dinkel, Bio-Leinsamen, Bio-Hirse, Bio-Mais, Bio-Buchweizen und Bio-Linsen. Und das Ganze hat natürlich jetzt den Vorteil, dass es da sehr viel Eiweiß drin hat. Auf 100 Gramm hat das 14,5 Gramm Eiweiß. Also das finde ich schon sehr gut. Und das ist einfach so eine richtig sättigende Mahlzeit jetzt auf die kalten Tage. Mag ich das wieder sehr zum Frühstück Haferbrei zu machen. Kakaonips. Jetzt es ist eigentlich wie Schokolade, aber es ist vegan und das sind jetzt nur die, also es ist keine Schokolade, ich muss nur sagen, das ist wirklich die Kakaobohne, aber das sind so gecrashte, wie so ein bisschen Körner und die kann man halt in Müsli geben, zum Backen verwenden, im Kuchen, man kann sie in Smoothies auch verwenden, es gibt so wie Stracciatella. Stückchen. Als nächstes hier auch perfekt jetzt für die kalten Tage ein Basenbad. Ich werde jetzt des Öfteren mal wieder ein Vollbad nehmen. Und das ist mir gleich ins Auge gestochen, als ich das auf der Website gesehen habe. Das wurde hier bei abnehmendem Mond gemischt, steht hier. Und das wollte ich natürlich gleich ausprobieren. Ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen das Mondkind, Mondtattoos, Mondketten, alles Mond, ich liebe Mond und ja, einer der Gründe, wieso ich mir das bestellen wollte. Was ich auch sehr cool finde, 100% Naturkosmetik, da hat My Fair Trade auch sehr viele tolle Naturkosmetikprodukte. Denn was ich unbedingt mal ausprobieren wollte, ist dieses schwarze Sesammus, habe ich noch nie gehabt, bin ich total gespannt darauf. Normales Sesammus verwende ich ja sehr oft, wenn ich meinen Hummus mache. Ihr wisst ja, ich liebe Hummus und ich esse eigentlich fast schon täglich Hummus. Das weiße Sesammus nennt man ja auch Tahini, Tahina. Kennt bestimmt einige. Und ja, jetzt bin ich immer gespannt auf schwarzes Sesammus. Ich glaube, das ist nicht wirklich jetzt gedacht, um Hummus zu machen, aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber ansonsten ist halt auch bei Sesam, das hat extrem viel Calcium drin. Ja, also Sesam ist eine super gute pflanzliche, vegane Quelle für Calcium und auch sonst hat es Eiweiß, sehr viel Eiweiß drin, also auf 100 Gramm hat Sesam 21 Gramm Eiweiß, also so viel ja, zur Frage Veganer, woher holt ihr euer Eiweiß? Und eben wie ich gesagt habe, es hat Eisen drin, Magnesium, Phosphor, Calcium, also Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6. Dann habe ich hier noch ein Produkt, was so in der Form eine absolute Neuheit ist, und zwar ist das ein medizinisches Produkt, Bentonit Detox. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Bentonit gehört habt. Bentonit ist eine Form von Heilerde und wirklich von außergewöhnlicher Kraft. Es kann vor allem im Magen- und Darmbereich Schadstoffe binden und ausscheiden. Entlastet die Leber, die Nieren und das Blut. Lindert Magen-Darm-Beschwerden, hilft bei Belastung mit Quecksilber, Blei, reduziert die Aufnahme von Pestiziden. Also das ist wirklich ein medizinisches Produkt, ja, was ich unbedingt haben wollte.
Wenn du nicht förderst, den Aufbau einer gesunden Darmflora und aktiviert auf diese Weise die Selbstheilungskräfte des Organismus. Entstanden ist dieses Mineralgestein aus vulkanischer Asche. Und ja, wie schon gesagt, es leitet Giftstoffe aus dem Körper. Zur Anwendung, das werde ich jetzt ja, ab heute starten. Wichtig ist, dass man Melatonin mit viel Flüssigkeit einnimmt. Steht hier auch schon drauf, habe ich gesehen, zweimal täglich 2 bis 4 Kapseln mit 200 ml Wasser. Und das sollte man halt mindestens eine Stunde vor der Mahlzeit machen. Und nicht länger als 30 Tage am Stück steht hier drin. Eine Kapsel enthält 600 ml Melatonin Detox Pulver. Queen. Das wird hinter dem Set sein und schauen, dass ich hier alles richtig mache. Des Weiteren habe ich hier Cashew Mousse, eins meiner Lieblingsprodukte, das Haartonikum, Nuke Raw, habe ich auch schon 100 Mal was dazu gesagt. Ja, jetzt haben wir mal wieder Thermes Unboxing gemacht. Das ist jetzt meine aktuellste Bestellung von meinem Kooperationspartner MyFairTrade. Ich verlinke euch all diese Sachen unter diesem Video in der Infobox. Ja, und zu den Produkten, die ich jetzt selbst das erste Mal bestellt habe, da werdet ihr natürlich die kommenden Tagen, Wochen auf meinem Instagram ja, meine Erfahrungsberichte dazu finden. Und ich glaube, das war's. Jetzt gehe ich das alles mal verräumen und das soll natürlich nicht hier im Bett bleiben, obwohl das Cashew Mousse kann ich eigentlich vielleicht gleich neben das Bett stellen. Und ja, das war's. Ja? Merci.